So Leute, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Super Mario 3D World Plus vs. Fury Part. Yeah! Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum wir hier sind und warum wir jetzt hier so dumm rumspringen. Aber wir haben euch vergessen... Wissen wir aber nicht. Was? Nicht. Aber wir haben vergessen, dass es hier in dieser Welt ein Secret Exit gab. Wir sind hier in Welt 4-2. Wir haben es sogar angesprochen, ne? Das ist ein Secret Exit. True, aber du dachtest ja woanders. Und wir hätten hier auf achten können, dass die Plattform hier runterkommt und irgendwer muss hier kommen. Das macht ja irgendwie auch Sinn, aber irgendwie habe ich zu der Zeit auch nicht dran gedacht. Ich war, glaube ich, mal ein bisschen Matsch im Kopf zu dem Zeitpunkt. To be honest. Ja. Und dieser Secret Exit müsste uns jetzt auch zur Welt 5 bringen. Warum ist daher Blumen leuchten, die eine noch? Passt das ja auch perfekt, da wir gerade in Welt 5 sind. In der Tat. Ein passender Übergang. Ein passender Übergang. War schon vornherein so geplant, natürlich. Ein wunderschöner Übergang. Oh. Anmutig. Fein. Wo kommen wir genau raus? Ah, okay, normal. Hatte. Ist hier auch so ein Zeichen dafür? Nein, ne? Bei Welt 2 war da ja so ein Zeichen. Nee, aber ich sehe. Was meinst du jetzt gerade? Einmal in Welt 2, als wir in Welt 2 waren, einmal. Da unten. Siehst du das? Ach, so Einkerbung meinst du? Richtig. Aber das war jetzt bei Welt 4 oder 5 nicht der Fall. Egal. War vielleicht nur ein Indikator, dass man. Das macht keinen Sinn. Ich hab keine Ahnung. Oder ist es auf der anderen Seite nur? Nee, das macht auch keinen Sinn, das ist ein Level. Keine Ahnung. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass wir sehr wenig One-Ups haben. Wie immer. Das Level hat uns im letzten Part richtig den Rest gegeben. Die Nerven kostet und dehydriert. Auf jeden Fall dehydriert. Aber fangen wir erstmal chillig an und holen uns einen Stempel ab. Hört sich nach einer passablen Methode an. Da seid ihr ja wieder. Hallo! Oi! Oishi. Geht der Spaß hier. Wir haben Sandy bekommen. Mehr du hast recht, man kriegt immer die Fee von der vorherigen Welt an. Und Pixie Luigi chillt hier natürlich wie immer. Ich lasse euch bald mal alleine. Ne? Was? Was? Nein. Don't do it. Hilfe. So, wir wollten ja nochmal gucken, was hier die linke Röhre, was das hier, wo die uns hinführt. Das nächste Bruderversteck. Ja, das zweite Versteck, der... Feuerbrüder. Der Joya-Brüder. Joya-Brüder? Joya, also Freudenbrüder? Joya-Brüder. Schröder? Oh, interesting. Hey, das ist ja cool. Oh, hier ist die alles. Das ist einfach getötet. Hey, ich bin auf einmal aufgefunden. Ich bin gleich so, nein, unser Bruder. Was sollen wir machen? Wir müssen jetzt auch sterben. Ja, gehen wir mit dem Tod. Direkt zu Render. Das wäre am besten gewesen, wenn sie einfach in der Cutscene in die Lava gesprungen wären. Ich hätte nichts dagegen gehabt, das wäre voll lustig gewesen. Oh nein, Nintendo hat kein Budget. Einfach direkt getötet. Es war nur einer und alle anderen sind einfach verstorben. Von welchen Entwicklerteam werden eigentlich die Nintendo Games genau gemacht? Also Nintendo Games wirklich, die von Nintendo kommen und nicht nur gepublished werden von Nintendo? Hat das einen speziellen Namen oder ist es einfach nur Nintendo Entwicklerstudio wahrscheinlich? Nintendo EAD oder so. Hast du mal gelesen? Nee. EAD habe ich schon gehört. Dieses EAD habe ich auch schon mal gehört, deswegen habe ich das so gesagt. Sonst habe ich keine Ahnung. Waren wir hier drin? Wir waren hier drin, ne? Ja, dann kommen wir aber da. Wir haben nicht weiter geschaut. Was ist das da? Wir wurden angeruht oder was? Pixeluigi? Wo? Ich glaube, es ist ein Pixeluigi. Achso, das schwimmt. Gehen wir von der Seite irgendwie? Rechts, 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 rechts. Geht man das? Ne, das sieht gar nichts an. Fuck. Doch, du hast recht. Ich glaube, das ist ein Pixeluigi. Ja, es ist einer! Er taucht auf! Ey, wie krass! Kann man drehen? Nee, kann man nicht. Nee, es geht nur so bis maximal hier. Vielleicht ist ein Stinkefinger. Was für ein geiles Easter Egg? Kann ich ja, ne? Oben oder unten? Unten. So, wo führt uns das jetzt bitte hin? Es geht aber auch zurück, oder? Ja, geht's. Okay, ist nur eine Abkürzung zu Welt 1. Okay. Und andere zu Welt 4? 3? 4 wahrscheinlich wieder. 4 ist oben. Nee. Oh! Sick Money Level. Ein Secret Money Level? Was ist das? All about the train und das wieder. Das geht immer das weiter Eiswelt. Hier. Das geht zur Eiswelt wahrscheinlich da vorne. Ja, Welt 3. Ah, zu dem anderen Single Level. Hätte ich das sehen können? War da auch so ein. Das wissen wir jetzt nicht mehr, ne? Aber du kannst Backtracking mal gucken. Ja. Da müsste es jetzt zu sehen sein. Episch. Auf zum goldenen Zug! All about the pain train. Das ist sogar richtig gut. Weil wir hier richtig Kohle bekommen. Sammeln können. Und nicht sterben, hoffentlich. Oh, die Mucke! Ach, ich hab die schon in 3D lang geliebt. Oh, so viel Money!
Get the money, boy! Money, 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 money. Alles okay. Wir brauchen echt alles. Wir brauchen jede einzelne Coin. Da unten, da unten. Pass auf, der Zug fährt wieder los. Ich wollte Money holen. Ich wollte Geld, geil. Ich meine, das passende Geldlevel, aber. Geld, 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 Geld! Wuhu! Geld, 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 Geld. Oh. Wie du dich gerettet hast dabei, ey. Damn, boy. Respekt. Hol die Stacks runter, die Stacks! Stacks, 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 wuhuuu! Stacks, Stacks? Nein, die Stacks! Wie viel One-Offs sind wir hier reingekommen? Du weißt es nicht genau, aber wir kommen rein. Oh, damn! Oh, jetzt haben wir wieder richtig Money. Schornstein! Noch ein One-Up! Hier ist auch was! Mehr Geld! Wie bin ich gestorben? Ich dachte irgendwie, weil der Zug fährt und weil du noch hingestoßen bist, aber das gibt's hier nicht. Ich bin gesprungen und bin gestorben. Wir hätten irgendwie 3 One-Ups oder so, Alter. Guck mal, wie viel Geld wir jetzt haben. Das ist richtig nice. Ey, komm, top it off, damn! Das ist unsere Chance, jetzt richtig nochmal Geld zu sammeln, Alter. Willst du machen? Tanuki. Denk daran, du bist klein, ne? Mach dich mal groß. Mit dem Item. Tanuki für den Tanuki. Komm schon. Endlich mal wieder, meine Güte, ey. Okay. Ey, mal mit 13 One-Ups, also 14, weil die nur zählt ja mit. Wir sind im Leben. Hä? Wir sind im Leben. Wir sind richtig im Leben. Wir sind gut am Leben. Nein, der Zug! Glaubst du, der kommt mal wieder zurück? Bitte. Für 6 Noobs, ne? Psst. Halt ab. Das ist aber auch eine Hommage an Super Mario Bros. 3, weil das kam damals auch einfach so random, so ein Zug-Level, das du dann spielen konntest. Voll schön. Und jetzt Welt 5-7, Schleichgang. Unter den Scheinwerfern. Also unter Scheinwerfern, aber unter den Scheinwerfern würde ich besser an. Nintendo, bitte könnt ihr mal meinen Vorschlag ein DLC, um diesen Namen zu verändern. Richtig. Man kann es aber umändern selber. Was? Ja. Ich bin Luigi. Dumm. Und jetzt kommen die Tanuki. Nee, die Katzen. Katzen-Kugel-Release. Ah, das war das Level, wo du dich nicht treffen lassen darfst von dem Licht. Was sonst das passiert? Was? Das hier? Danke, die helfen mir ja. Guck mal, die geben auch immer wieder Geld, ne? Ich spring auch bei drauf, warte. Oh, ich hab auf dich geguckt. Fuck, okay, das wird doch. Okay, stop! Stop! Oh mein! Get some help! Stop! Ich finde, Luigi sieht so komisch aus mit Tanuki. Ich verwechsel cool. Das immer. Ich find's cool. Also, es sieht ja cool aus, aber. Wie halt ein Fuchs halt, ne? Hm? Ja, wie ein Kitsun. Tut mir leid. Ei! Zerstört mit seinem Kumpel! Ich nehm das Ding mal mit. Oh! Advanced Techniques! Wie soll man hier bitte durch? Green Star! Ja. Nee, und Eich und. Alter, wie viele von den Drecksviechern kommen da bitte? Mein Trampolin! Ich hab ihn mit meinem Schweif gedreht. Lol. Nimm doch das scheiß Ding mit. Nimm das mit, Luigi! Nein! Alter, wie viel kommt von den Drecksviechern? Glaubst du, hier ist was? Spring auf mich rauf! Nee, da scheint aber nichts zu sein. Nope. Ey, wir müssen die Trampolin einfach bis zum Ende mitnehmen, bitte. Das ist so cool. Lass es ausprobieren. Böses Trampolin. Du musst es aber auch ab und zu wieder wegwerfen und nochmal schlagen, ne? So steht da auf. Ihm zeigen, Stempel. Wer der Dominante ist. Oh shit.
Ich hab ihn auf seinen Kumpel geworfen, um ihn zu töten. Ja, wie einfach auf diese Scheinwerfer-Scheiße und dann einfach in die Sicht gehen. Die ganze Zeit. Easy going. Enter. Wir müssen die reinsteuern lassen eigentlich. Ja. Ohne Trampolin. Ja. Zack. Perfekt. Trampoline! Nein! Jetzt bewegt. Oh boy! Oh, ich hab dich hochgenommen. Okay. Los. Weg hier! Hast du? Naja, ich hab mich nicht. Wie denn auch? Ich zoom da wahrscheinlich sowieso ran. Was machst du denn da? Nein! Da war was! Warte, ich komme. Wo bist du denn überhaupt? Ich weiß es nicht. Nächste Dimension? Ey, siehst du, wir haben die Trampoline sogar gebraucht. Krass. Ist hier sonst was? Trampolin! Ein Stern fehlt noch. Goomba! Geh mal aufs Scheinwerfer. Bist du jetzt auch einer? Ich kann mein Trampolin nicht mitnehmen. Oh Mann. Du wirst nicht als Gegner gesehen. Ich will aber gesehen werden. Guck mal, er kennt mich, mein Alter. Trampolin, Buddy. Nimm noch 100 Sekunden. Oh, ich renne. Ich nehme eben. The run! Leute, guck mal, ich die Wand drin. Schau mal. Bro, ich würde ja gerne schauen, aber wir haben überhaupt keine Zeit mehr. Wie das aussieht. Ja. Voll strange. Hier ist noch Zeit. Ne, wir haben keine Zeit mehr. Wie soll ich denn den Trampolin mitnehmen, du? Hä? Hast du das gesehen? Ich hab's selber gemacht, also ja. Open the door to darkness! Nein! Wo bin ich? Bro, ich will ja nichts sagen, ne, aber wir müssen uns ein bisschen hetzen jetzt. Warum lebst du noch eigentlich? Ich weiß es nicht. Mach auf! Hab's auch. Nein! Run! Run! Run, 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 run! Nein! Easy. Okay, da ist die Flagge. Oh, oh, wo bin ich? Oh, ja. Okay. Der verrückte Goomba, Alter. Ich spring jetzt ins Ziel. Ich wollte dich wegwerfen. Nein. Oh! Oh! One-up! Ich One-up! Das ist ja geil. Wusste ich gar nicht. Nein, sie auch nicht. Also, natürlich wusste ich das. Deswegen habe ich den preserved. In order to achieve this one. Oh, wir haben einen glücklichen Tod bekommen. Happy Toad. Fröhlicher Tod. Mhm. Schwierig. Fröhlicher Tod. Das riecht am Frohlocken. So waren wir jetzt in jeder Röhre in dieser Welt drin. Ich meine ja, wir waren überall mal drin. Du musstest. Hast du gerade. Du hast? Du hast. Nee. Du hast. Hier, nein. Du hast mich extra. Nein. Ich hab auf deine Reaktion geachtet. Du hast mich komisch angeguckt. Du hast mich extra ausgesprochen und weird. Hast mich dabei auch noch angeguckt. Bra. Boomerang. Yes. Oh! Lucky 7, Bitch. Nimm mir die Krone. Stürz den King. Der King! Geht doch! Alles so. Sit down! Scoobook Pencil Pansy Kiss! Sister Scoobook Babyface! Sit down! Ey, ich hab das Lied letztens mal, den Beat davon, im Radio gehört, wie jemand das gesungen hat, so zu einem anderen Lied dazu. Ja. Like, what the fuck? Scoobook Pencil Pansy Kiss! Sister Scoobook Babyface! Sit down! Das ist so dumm ein Dreckslied, Alter. Oh Mann. Wie hieß denn das, unser englisch
Workbook da. Workbook, Alter. Ja. Wie ist das damals? Ich weiß es nicht mehr. Exist? Mit der CD hinten. Extra zum Mithören. Es gibt das Workbook und das andere Book. Scheißdreck, Alter. I don't know. König Klongs. 24. Das ist nur eine Zahl. Okay, okay. Alles klar. Ich lese den Titel vom Dings vorne, so 24. Ach so. Klongs also Castell. Das Level heißt jetzt König Klongs 24, Leute. Brain. Koralle. You! Koralle. That's it, do this. Ich kann mich bücken. Kannst du dich bücken? Ja! Als Maul! Lol! Wie cool ist das? Ja, hab ich gerade gemacht. Gesehen. Guck dir das in den Lauf nochmal an, ich hab so gemacht. Oh, lol, guck mal! Das finde ich bückst dabei. The Unlimited Charge. Dann machen wir hier. Ups. Ich finde Toad sieht voll süß aus. Es gibt da nur Giko gegen den Mann! Ja, echt. Hier ist die Waschbrettbauch. Waschbrettbauch. Eugene Bach. Ich war so geschockt. Ich war so geschockt, dass ich einfach nicht bewegen wollte. Eugene Waschbrettbauch. Hab ich Waschbrettbauch gesagt? Wasch. Ja. Das ist voll der Zungenbrecher. Ich weiß. Waschbrettbauch. Eugene Waschbrettbauch. Eugene Waschbrett. Eugene Wasch. Wachtel! Eugene Waschbett. Das ist absolut trash, ey. Eugene Waschbett. Ich sag mal Bett! Eugene Waschbett Bauch Krabs. Eugene Waschbrett Bauch Krabs. Ja. Was ist daran schwer? Eugene Waschbrett Bauch Krabs. Mann! Eugene Waschbrett Bauch Krabs. Der Part wird so heißen, Leute. Eugene Waschbett. Mann! Kann ich einfach nur umbringen, wenn ich so sehe. Eugene Waschbrett Bauch Krabs. Ich sag immer Batman. Eugene Waschbrett Bauch Krabs. Okay, jetzt geht's langsam. Eugene Waschbrett Bauch Krabs. Eugene Waschbrett Brauch, genau. Eugene Waschbrett. Hör auf, Bett zu sagen! Hast du das gerade gesehen? Ja, Bett. Was ich gemacht habe? Geh doch um! Puh! Ist das hier Parkour? Ich komm nicht hoch! Parkour! Parkour! Jetzt bin ich wieder wach. Parkour! Sinul! Das ist nicht cool. Meinst du? Sinul! Ah! Jetzt hat das gecheckt! Französisch! Oh man, ich hab schon Vollkraft, da war so like, ich hab's verstanden, was die Seite war, so like, warte mal, hier ist verstanden! Actually, Französisch. Hast du gerade gesehen, wie ich ein Leben verloren habe? Nein. Besser so. Aber sagt derjenige, der im FF7 Remake, was hast du im FF7 Remake gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Wärst du d'accord damit? Ja, genau. Ich wär nicht d'accord damit. Nicht so? Nee. Bist du kein Garçon? Oh, he's slick moving! Damn, boy! Das mach ich auch. Scheiße. Oh! Ah, nein, doch nicht. Er hat nochmal... Jetzt steht er voll drauf, ne? Die Slick Moves. Die risky shit. Bevor du deine Katze verlierst, geh mal hoch. Geh da mal hoch. Ah! Ha! I saw you! Ja. Nie wieder, richtig, genau. Oh! Autschi, autschi! Tohu! Tohu! Chinkwang, quang, you are Tom. Oh Gott. Was machen wir? Ich bin so dumm. I just died. Eigentlich sollte es sein, wenn man Menschen addiert, dass die Leute schlauer werden, aber wir werden einfach dümmer. Was kann man dagegen tun? Huibun?
Hui Bu! Oh nein! Wir haben keine Katze mehr. Sag bloß, da oben ist was. Miau. Warte, ich schieb dich mal hoch. Das wäre Miau, ja. Miau Bauder. Da auf dem Tod. Geil! Ich dachte so! Ich war noch total schockiert. Ich hab's gemerkt. Oh. Oh! Der ist cool. Der nimmt mich an Splatoon-Boss. Von dem Spiel, das du nicht gespielt hast. Guten Tag, ihr kleinen Penner. He's angry. You want to pack your face. Ja, ich spiel die Konsequenz. Spür die Konsequenz? So, das ist ein Zorn. Damn! Mach den letzten Hit. Okay. Die Musik ist cool. Hörst du das? Ja. Komm zu mir! Mehr! Das ist echt mega die uplifting Musik live für einen Final Boss Teil. Ich höre die Musik gar nicht so gut. Damn. Kannst du jetzt mal bitte. Du musst da weggehen, damit das. Er kann sich doch nicht drehen. Dein Gemach zeigen, bitte! Geh da hin, wo er. Guck doch einfach, wo seine. Oh! Du musst den Spikes hingehen zu der Spike-Seite, sonst kannst du ihn nicht töten. Genau, jetzt, ja. Jetzt. Er trifft dich nur noch. Ich bin reingerannt. Kack. Oh! Nein. Warum tötest du dich? Ich wollte mich nicht töten, das ist aus Versehen passiert. So. Ich dachte, wir haben verkackt. Ich dachte jetzt auch, wir haben echt verkackt. Ey, nice. Good work. Das war, ey, bist eingeschläfert. Das war echt, In the Cirque du Soleil. Darauf lerne ich erstmal alle deutschen Stilmittel auswendig, Alter. Was? Oxymoron und ich hasse Euphemismus und. Ja, Junge. Erörterung. Ich hab das letztes Mal wieder gelernt gehabt. Wie? Ja, wegen, egal. Ding. Wir sind hier nicht in der Schule. Wir sind hier, um Spaß zu haben. Ach so. Lassen Sie es aber noch schnell die goldene Fahne. Was? Wie schief! What the fuck? Ich war total confused! Ich hab meinen eigenen Sprung verkackt! Weil ich das so. Weil mich das verwirrt hat! Ich hab mich gerade Space gebändet oder was war das? Was hast du gemacht, Alter? Ich bin gelenkt! Ich hab richtig. So in verschiedene gemacht. Zeitzonen geleckt oder so, Alter. Was war das? Zeitzonen? Aber in verschiedenen Dimensionen. Dimensionsskip. Dimensionsskip. Oh, mein Einsatz stimmt. Hallo, Freunde! Es ist halt irgendwann langweilig. Irgendwann weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Oh. Wie sieht die von der Haarform aus? Ich mag eigentlich kurze Haare, aber das ist. Sieht komisch aus. Das ist blöd. Schwierig. Kann ich da aussprechen? Ja. Wir schauen uns noch Welt 6 an! Hilfe! Wolkenwelt, das ist meine Welt, Leute! Cloud! Oh, schon wieder so eine komische Dings hier. Was haben wir hier? Sämtchen von Fantasy gerade irgendwie. Aber übel. Das könnte locker aus dem FF kommen, aber ich weiß nicht aus welchem. Aus dem FF weißt du es gerade nicht. Okay.
Das ist eigentlich der perfekte Moment, um diesen Part zu beenden. Aber wir töten den Jingle. Ich wollte gerade sagen. Stammt da das vierte Versteck? Das dritte. Ich kann nicht zählen. Lesen. Indeed. Beides. Ziel lesen. Zielsuchwasser trinken muss ich. Zielsucher? Oh! Der hat mir voll gegeben, hast du gesehen? Drehen wir uns. Das war voll die Täuschung. Ah! Bang, bang! Gerade meine Hand zu einer Waffe gemacht, weil ich geschnipst habe. Aggressive Schnipsen! Wir sind geistig behindert. Ich weiß. Das ist gut. Leute, wir haben extra diesen Part aufgenommen, um wieder wach zu werden. Ich hab Hunger. Du auch. Ich auch. Mein Hammerbruder saß gerade so, als ob er so ein Aufklebebeak hätte. Ein was hätte? Aufklebebeak, also Aufklebeschnabel. Ach so. Was ist hier eigentlich? Die Röhre. Ein Wanna. Zu der nicht. Göhre. Ah, jetzt kriegen wir die Jotze da hinten, die kriegen. Da ist sie, guck, wie sie lächelt, die kleine. Ruhig. Okay. Ist gut. Die ist da hinten, Mann! Die will richtig aufs Maul. Ist okay bei dir. Boah, ich bin so DJ. Was bist du? Du bist ein DJ? Warte mal, Handmann! Warte. Hat man gerade den Pixel-Luigi von hier oben gesehen? Alter! Ah, der Schlingel! Ey, wie cool! Er ist am Scheißen, glaube ich. Das kann nichts Gutes verheißen. Ich glaube, wir müssen jetzt ins Gras beißen. Also in dem Fall, diese Wassertropfen beenden diesen Fropfen. Ich habe keine Ahnung, was ich für einen Hopfen. Bei mir ist Hopfen mal verloren. Komm, Leute. Du, ab und zu, ich meine Mikael. Moin. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Mann. Ich bin immer noch total schockiert aus den ganzen Ereignissen, die gerade passiert sind. Lass mal Henny in Ruhe. Lass es in Ruhe! Ja, Leute, komm, jetzt beende den Part. Du hast Geld bekommen? Ja, ich hab Geld ausgegeben. Okay. Komm, sag doch nochmal irgendwas Cooles. Warum ich? Bin ich hier? Du bist der Reimmeister! Ich bezahlen? Wir keine Reim. Wo ist meine Bezahlung? Du willst eine Bezahlung? Natürlich. Ich bin neben dir, hallo? Das ist die Bezahlung. Und in diesem Sinne, Leute, sagen wir jetzt Tschüss, kommt rein. Until next time, Leute. Bis zum nächsten Mal! Until next time!